Servus Schanzer, ich habe hier den Yannick Mause, einen unserer Neuzugänge, und ich habe 5 Fragen, die ich ihm jetzt stelle, und mal schauen, wie er sie beantwortet. Also Yannick, wie fühlst du dich jetzt in der ersten Zeit hier in Ingolstadt? Fühlst du dich wohl? Wie haben dich die Jungs aufgenommen? Wohl fühle ich mich auf jeden Fall. Das ist natürlich anstrengend, die Vorbereitung, aber sonst fühle ich mich wirklich sehr wohl. Die Jungs haben mich super aufgenommen und ja, bis jetzt scheint die Mannschaft echt gut zu sein. Wie bewertest du die ersten Tage im Trainingslager? Oh, ja, hart. Haben viel gemacht. Gestern noch mal ein paar Läufe gemacht. Schon anstrengend, aber das braucht man auch in der Vorbereitung. Dann eine Frage. Hast du die Stadt, also Ingolstadt, schon mal ein bisschen erkundet? Weißt du schon mal, wo man hingehen kann, wo man essen gehen kann? Hast du da schon mal was sehen können? Ja, ein bisschen. Wir waren ja auf dem Bürgerfest. Danach waren wir noch ein bisschen draußen mit dem Co-Trainern und Physios und ein paar aus der Mannschaft. Und sonst war ich mit Laden und Benji ein paar Mal essen und so, schon einiges gesehen. Dann nochmal eine Frage, damit die Fans auch wissen, wie alt bist du, woher kommst du und wo hast du eigentlich überall schon so gespielt? Bin 25 Jahre alt geworden. Alles Gute nachträglich. danke. Komme aus Setterich, das ist in der Nähe von Aachen. Im Herrenbereich habe ich in Mainz gespielt, dann zu Steinbach gegangen, zu Rödinghausen, Wegberg, Aachen und jetzt nach Ingolstadt. Und die letzte Frage, bist du jetzt nach Ingolstadt gekommen, wieso hast du dich für Ingolstadt entschieden? Es waren ein paar gute Gespräche, die ich mit dem Trainer geführt habe und auch mit Ivo. Und der Plan und ja, was das Ziel ist, hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ja, passt auch mit meinen Zielen überein. Und deswegen habe ich mich für Ingolstadt entschieden. So, ich hoffe, ihr konntet Mausi ein bisschen kennenlernen.